Grüß euch, Servus, dann Robi. Ich möchte heute einen kleinen Gedanken mit euch teilen bezüglich der Jungfrauenweihe der Bernadette Lang gestern im Dom zu Salzburg. Ein unglaubliches, bewegendes Erlebnis, wenn sich ein Mensch Gott ganz hingibt. Also da bewegen sich Himmel und Erde und auch schon im Vorfeld ganz eine große Freude. Alle, die sich da mitfreuen können und mitbewegt sind von dem, wenn sich ein Mensch Gott schenkt. Also Jungfrauenweihe ist ja sowas wie eine Priesterweihe, Diakonweihe, wo sich ein Mensch mit allem, was er ist, besitzt hat, mit seiner Sexualität, mit seiner Jungfräulichkeit Gott schenkt. Okay, ich habe nicht mehr Besitz über mich, sondern du hast mich gerufen, ich vertraue dir mein Leben an. Und darin ist auch die Jungfrauenweihe zu Hause. Es gibt über 5000 geweihte Jungfrauen in der ganzen Welt und es gibt noch darüber hinaus also hunderttausende Ordensleute, die genau dieses versprochen haben. Also Armut, Keuschheit und Gehorsam, die drei evangelischen Räte. Also, dass ich arm bin, meinen Besitz äußerlich, dass ich jungfräulich den körperlichen Besitz meiner Sexualität und den Gehorsam, den inneren Besitz meines freien Willens, dass ich das auf ein höheres Ziel, auf den Ruf Gottes hin, ja, wage, schenke, mich selber darin zum Geschenk mache. Übrigens, wenn jemand heiratet, macht er sich auch zum Geschenk der Bräutigam für die Braut für den Bräutigam. Und beide machen sich zum Geschenk für Gott, für einen größeren Plan, der ihr Herz erobert hat, wo sie merken, der Weg, auf den sie unterwegs sind, ist kein Zufall. Es hat ihr Herz erreicht und jetzt vertrauen sie sich der Führung Gottes an, was Gott mit ihnen vorhat. Also die Jungfrauenweihe der Berner war ein ganz bewegendes Erlebnis. Genau deswegen, weil sie zu dem Ruf, den sie empfangen hat, erfahren hat, was Gott mit ihr vorhat, zu dem voll und ganz Ja gesagt hat und sich völlig verschenkt hat. Und darin das Ziel des Lebens aufscheint. Also im Leben geht es ja darum, dass wir lieben und geliebt werden und uns selber zum Geschenk machen. Das geht nur frei, niemals erzwungen, kann nicht hergehen und sagen, du heiratest mich jetzt, sofort. Auch wenn ich voll und ganz, also wenn ich voll und ganz will. Nein, das geht nicht erzwungen. Aber ich kann bereit sein, mich selber bereit machen für den Weg, den Gott mich führt, für die Braut, die Gott mir schenkt. Übrigens ist immer Geschenk und mich selber darin zum Geschenk machen. Und der ganze Leib, schreibt Johannes Paul II., hat einen Geschenkcharakter. Also der Leib hat in sich einen Charakter des Sich-Schenkens. Und jetzt verschenkt sich die Berner ganz Gott mit ihrem Leib, mit ihrer jungen Fräulichkeit, mit dem, was ihr Leben ausmacht. Und da ist eine ganz große Freude ausgebrochen, weil ja, das so, so schön ist. Ganz viele Zeitungen haben darüber geschrieben. Also Kurier, Spiegel, Die Zeit, die Kronenzeitung, Titelbild und. Ewige Jungfrau, wie krass und wie schön ist denn das? Gibt es das echte, wahre Liebe und das auf Gott hin und für immer? Also etwas sehr, sehr, sehr Starkes. Nur eine Zeitung hat sich schwer getan, das Salzburger Nachrichten, was mir leid tut, weil ich Salzburger bin und großer Fan dieser Zeitung. Und die haben geschrieben, das ist ein Stich ins Herz. Und es tut mir ein bisschen schwer zum Einordnen. Warum kann es ein Stich ins Herz sein, wenn sich ein Mensch Gott schenkt? Also bei meinem Priestertum auch. Geht nicht um irgendeine Position, Machtausübung oder irgendein, ja, keine Ahnung was. Es geht darum, bin ich bereit, mein Leben Gott zu schenken. Aus dem heraus lebt der Dienst. Aber wenn das nicht da ist, dass ich mein Leben Gott schenke, voll und ganz mit allem, was ich bin und habe, ist der Dienst komplett daneben. Werde ich nie hinkommen zu dem, wo Gott mich ruft, wo er ja durch mich wirken möchte. Und dann schreiben sie, es ist ein Stich ins Herz, wenn sich ein Mensch Gott verschenkt. Dann würde ich sagen, ja, es ist leider, da schaut eher mehr das durch, dass irgendwo das Herz nicht ganz rund ist, nicht ganz gesund, wenn man dadurch einen Stich erfährt und keine Freude. Und dann ist es besser, wenn wir die Führung und die Größe und das, was Gott schenkt, wieder in einer Freude aufnehmen und betrachten und annehmen. Gott ruft und darf tun, was er will. Und das macht er heute genauso, wie er es vor 2000 Jahren getan hat. Machen wir uns bereit, dorthin, wo Gott uns führt, und diese Führung ernst zu nehmen, aufzunehmen, weil es die größte Freude ist und bewegend, wenn sich ein Mensch Gott schenkt.